Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ for All. Ich habe wieder eine Bestellung und zwar habe ich mir diese Kartons, die man schnell verbasteln kann, gekauft. Einmal Skyline, dann das absolut top neue Reisetagebuch Abenteuer Lust. Also relativ groß. Das zerfällt bei mir schon. Und schönste Reise. Und die werde ich so nach und nach verbasteln. Also bleibt einfach dran. Das ist mein Skyline. Hier zum Öffnen. Dieses tolle Stempelset mit der Skyline, mit der Stadt und anscheinend Wolken. Einen Spot in Kieselgrau und dann noch. Ja, ich kriege das heute nicht raus. Immer eine Anleitung dabei. Hier mal öffnen. Da haben wir beidseitiges Klebeband, dann Halbperlen in Kupfer, Dimensionals. Und einen Acrylblock. Dann hier Briefumschläge in Boho-Blau, würde ich sagen. Und dann noch Savanne eventuell. So sehen die beiden aus. Hier unsere Karten. Da haben wir das alles in Boho-Blau, Kieselgrau, Kupferbraun. 1, 2, 4. Und nochmal 4. In Breitformat, das ist eher hoch im Format gewesen. Dann Happy Birthday, du bist grandios. Keine Ahnung, Französisch und Niederländisch, das zweimal. Dann habe ich hier Skylines, die man so rausdrücken kann. Einmal in Kreisform und einmal gleich so. Dann haben wir hier noch sowas und hier noch ein paar Teile zum Aufkleben. Herzlichen Glückwunsch in unterschiedlichen Sprachen. Thinking of you today. Und einen schönen Karton, die man nicht wegwerfen sollte. Und natürlich unsere Anleitung. Jetzt ziehe ich euch ein bisschen näher und dann fangen wir mal wenigstens mit den ersten zwei Karten an. Wenn ihr unsere Hundedame Luna durchs Paket fegen hört, dann ist er auf Fliegenfang. Es ist mir gerade eine Fliege reingekommen und da ist er. Die will sie natürlich unbedingt haben. Also das ist die Anleitung, wie wir die zwei verschiedenen Karten basteln können.
Ich werde anstelle des Spots werde ich mein eigenes Stempelkissen verwenden. Ich denke, das muss ich nicht extra aufmachen. Als erstes lege ich mir die zwei Karten, die ich basteln will, so nebeneinander hin und schau, was ich dazu brauche. Das steht genau hier drauf. Und das lege ich dann mir auch gleich so drauf. Also für das rum. Fürs Kieselgrau brauche ich einmal dieses Runde. Fürs andere brauche ich diesen vorgefertigte Skyline. Hier einmal Happy Birthday. Und das Fähnchen in klein. Die andere Seite im Unterteil in groß. Und mache ich herzlichen Glückwunsch oder Thinking of You steht da drin. Ich denke, das können wir machen wie ein Dachdecker. So. Und dann brauchen wir nur noch unseren Acrylblock und dieses Teil, die Akzente später. Die Abstandshalter und das beidseitige Klebeband, das lege ich mir auch schon zur Seite. Das brauche ich im Moment nicht. Dann natürlich für jedes noch einen Briefumschlag. Und dann denke ich, können wir anfangen. Ich lege mir jetzt das zweite erstmal zur Seite, damit ich hier nicht Platz habe, den Umschlag einfach hier zuvorsam entfalten. Dann brauchen wir als erstes dieses Stück. Dann brauchen wir diese Punkte. Die wird hier auf den Plyrylblock gelegt. Der wird jetzt hier da drehen, so glaube ich. Das sind die Stadt da einfach mit bestempelt. Mal schauen, wie rum. Dann kann man das hier rausdrücken. Ich tue meinen gleich wieder säubern im Säuberungskissen. Das gehört natürlich nicht dazu, das bräuchtet ihr extra. Dann wird das Ganze jetzt so aufgebaut, dass man das hier so als Skyline hinten dran hat. Dann dieses Fähnchen und Happy Birthday.
Das ist dann die ganze Kunst. Ein paar Dimensionals. Das ist diese erste Karte. Die man hier einsetzen kann. Dann nehme ich mir die zweite. Die habe ich ja auch schon vorbereitet mir. Einfach hier schließen. Die lege ich zur Seite. Dann habe ich hier meine Skyline. Die brauche ich jetzt. Dafür montiere ich wieder ab. Die lege ich mal einfach so drauf. Dann hole ich wieder Kieselgrau. Bestempel mir das. Leg es mir so gut es geht hier drauf. Und stempel ordentlich ab. So haben wir die Skyline gleich drauf. Ich tue wieder säubern. Säuberungskisten. Die Sachen brauchen wir jetzt mit der Skyline. Das da. Dann suche ich mal schnell, wie ich es jetzt brauche. Und zwar müssen auf die sollen die Dimensionals drauf. Thank you.
Im oberen Bereich. Ups. Wird die Skyline auch erhoben. Und im unteren. Auf das Geriffelte drauf geklebt. So. So ungefähr. Und das herzlichen Glückwunsch. Auch nochmal Dimensionals draufsetzen. So. Und schwuppdiwupp habt ihr auch die zweite Karte fertig, die ihr dann hier wunderbar einstecken könnt. So. Etwas weiteres kann man auch damit gestalten. Und zwar möchte ich diese Tuchmaske mit diesem Skyline-System verbasteln. Das braucht ein bisschen mehr Platz sozusagen. Das ist zu schmal. Wenn man das ein bisschen rüberzieht, könnte ich hier noch eine Falz setzen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen grundweißen Farbkarton. Oder wir nehmen Boho-Blau. Vielleicht wäre das gar nicht mal verkehrt. Brauche jetzt mal die Größe genau. Die ist 15,5. 16,5. Machen wir 17. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. 17 tief. Und von der Breite her haben wir 12. Also von der Höhe haben wir 17. Und 25. Breit. Also brauchen wir auf der einen Seite 1 cm. Von der anderen Seite also 12. So. Jetzt falzen wir uns mal. Jetzt auch. So.
Da habe ich jetzt vergessen. Das muss jetzt auch noch kleben. Dann ist am besten Flüssigkleber zu verwenden. Ihr wisst ja, dass es die eine breite Seite und auch eine schmale Seite geht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die zu ist und dann kann man wunderbar das auch von der Breitseite aus zukleben. So, stecken wir unsere Tuchmaske da mal rein. Wunderbar. Ich nehme die 1,5 Inch Kreuzstanze und mache mir hier ein Viertelkreis, das man hier rausbringt. Jetzt haben wir ja noch unser Skyline, die ich mir gedacht habe, ähnlich einer Manschette. Vielleicht so zu setzen. Aber ich glaube, ich halbiere mir das Ganze. Schneiden sollten wir natürlich können. Und man könnte das ja auch so unterschiedlich aufeinandersetzen. Ich glaube, das gefällt mir so ganz gut. Ich nehme in Rund Du bist grandios und diesmal diesen Skyline. Toll. Hier. Das machen wir jetzt erstmal. Wieder bestempeln. Thank you.
So passt die Skyline natürlich auch auf eine Verpackung. So eine tolle Tuchmaske. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr schaut mir beim nächsten Mal gleich morgen wieder vorbei. Ciao!